liegt in der Luft. Ich kann es riechen. Das Schicksal der alten Welt steht auf Messerschneide. Doch noch ist es nicht zu spät für eine rettende Hand. Ist das meine Aufgabe? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich bin nur der Berater des Grimgorg Eisenpads. Dem brutalsten der Schwarzorks. Selbst sein primitiver Intellekt erkannte meinen Wert. Ziehe ich mit seiner Horde gen Süden. Wir schlachten Zwerge und rivalisierende Orks gleichermaßen ab. In den Düsterlanden fordert Gorfan Rotzahn, Herr von Schwarzfels, uns heraus. Grimgorg hat das Zeug, die gesamte alte Welt zu erobern. Doch zuerst muss Rotzahn vernichtet und Schwarzfels erobert werden. Schwarzfels ist euer, mein brutaler Fürst. Die Düsterlande stehen zur Eroberung bereit. Dieses Gebiet wird von niederen Grünhautstämmen dominiert. Auf den Ebenen im Westen versammeln sich die Rotzähne gegen euch, voller Zorn ob des Verlustes der Festung. Ihr müsst beweisen, dass ihr Gorfang weit überlegen seid. Vernichtet ihr die Rotzähne, so werden sich euch zahlreiche niedere Orks anschließen, sodass eure Mobs mehr Länder erobern können. Die Kurzlinge aus den Bergen in eurem Umfeld geben reichlich Jagdbeute her. Eure Feinde sind kriegslüstern und beugen sich nicht kampflos eurem Willen. Zähmt sie, brecht sie oder vernichtet sie. Ja, und damit hallo Freunde der Spielkultur bei Total War Warhammer, die erste Stunde der Grün heute. Wo es ein bisschen härter zugeht als bei den anderen Fraktionen, hat auch damit zu tun, naja, ihr Intellekt ist nicht der größte, sie können sprachlich eigentlich immer nur machen oder wack oder blöck und sind halt durch und durch Krieger, die auf Masse setzen, haben dafür aber diplomatisch eigentlich sehr wenige Möglichkeiten, zum Beispiel sie können nicht handeln mit anderen Fraktionen und sind halt aber dafür billig im Unterhalt, wie gesagt, Masseneinheiten sind dementsprechend so genau das Pendant zu den Zwergen, die dagegen nicht auf Masse, sondern eher so auf Klasse zählen und auf Fernkampf. Hier haben wir dafür auch sehr viele Goblins, die schnell sind, aber die sind dafür dann letztendlich von ihrer, wie soll man sagen, von ihrer Führerschaft bzw. von ihrer Moral so ein bisschen schwächer. Deshalb kann man die nur ganz gut einsetzen, wenn man wirklich flankiert gerade und muss sich auf die Orks dann sonst verlassen im direkten Nahkampf, also Mann gegen Mann oder Ork gegen Ork. Wo wir schon gehört haben, wir haben den Schwarzfels nicht erobert. Doch, Schwarzfels haben wir erobert und wir müssen jetzt beweisen, dass wir der bessere Ork-Anführer sind. Das geht komplett kriegerisch nur. Wir am Anfang die schwarzen Eisen... Nee, haben wir nicht. Das sind, ist ein anderer Ork-Stamm. Sehe ich gerade. Was war jetzt unsere erste Mission? Das können wir hier wohl rechts oben. Greift den Feind an, die Rotzähne. Besiegt eine Armee der Rotzähne und das wäre die Armee hier vorne.
Hirsch. So. Mal eben Fraktionsübersicht reingucken. Wir haben hier so eine Gesamtaufzeichnung. Ich versuche mal so ein bisschen Kram, was ich in den anderen Stunden-Gameplays noch nicht reingemacht habe, mal eben hier in das Video reinzupacken. Wo wir Einkommen sehen können, die Provinzen, die wir besitzen, die Siedlungen und das Beste ist, es gibt ja eine Aufzeichnung über die Ereignisse, was alles passiert ist und was wir gemacht haben. Also das kann man dann im Nachgang nochmal abspielen und unsere Gesamtstatistik. Orks sind übrigens so einfach, dass sie auch von der Forschung her jetzt nicht so viel haben. Das ist nämlich der kleinste Forschungsbaum von allen, würde ich jetzt gerade mal behaupten. Die Menschen sind ein bisschen anders aufgestellt von der Forschung, deshalb ist es jetzt schwierig zu vergleichen. Aber es wird jedenfalls gesagt, dass Orks hier sehr rudimentär sind. So, gucken wir mal eben, was wir in Schwarzfeld ausbauen können. Habe ich zwar in allen LPs jetzt schon erwähnt, beziehungsweise in allen angespielt, dass inzwischen es so ist, dass man Bevölkerungsüberschuss generieren muss mit den einzelnen Städten und dann halt, wenn zwei Überschuss erreicht sind, zum Beispiel hier das ausbauen könnte auf die dritte Stufe und daran sind halt die Ausbaustufen der Gebäude festgelegt, ob jetzt hier Stufe 3 oder 4 drin sein könnte oder bei neuen Gebäuden ist es noch total egal. Man kann aber hier auch schon ersehen, wo es hingehen müsste. Also wir brauchen auf jeden Fall Hauptstadt Stufe 2. Damit wir zum Beispiel dieses Boss-Zelt hier aufbauen können, um vampirische und Chaos-Korruption zu reduzieren. Gehorsam hilft uns bei den Gobbies, beziehungsweise nee, Gehorsam ist unsere eigentliche Ordnung, heißt es bei anderen Fraktionen. Hier heißt es Gehorsam, also meine Orks folgen mir auch weiterhin. Ich will aber hier auf jeden Fall was für die Rekrutierung haben, dann nehmen wir den Wolfsbau, dann kriegen wir nämlich kleine Goblin-Wolfsreiter, die sehr knuffig sind, aber sehen schon, die Führerschaftsbonusse sind halt sehr schlecht. Moral ist halt nicht so geil bei denen. Und den Klopperplatz. Koksfest. Koksen tut weh. So, da stehen wir den Orks schon gegenüber. Armee gegen Armee. Wir haben als Bonus einen Banner dabei, das unsere Rüstung verbessert. Die Nahkampfabwehr und die Führerschaft. Wir haben hier diesen, ja, diesen Streitlustig-Indikator. Was wahrscheinlich bedeutet, Inaktivität und militärische Niederlagen senken die Streitlust eurer Mobs, was zu Machtkämpfen führen kann. Haltet die Streitlust hoch, indem ihr Kämpfe gewinnt oder die Stellung Plünderungslager einnehmt. Also von der Armee selbst. Ansonsten gehen sie sich wie selbst an die Gurgel. Wahrscheinlich auch noch in meiner eigenen Armee. Wäre schlecht. Orks, 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 Orks. So, da sind wir auf der Schlachtfeldkarte. Ich werde jetzt an der Stelle, weiß schon bei den Menschen, welche ich am meisten gemacht habe und separat dafür noch Videos machen wollte, nicht massiv darauf eingehen, was Einstellungen so weiter betrifft. Wir werden uns jetzt einfach auf den Kampf konzentrieren gegen die anderen. Wo wir jetzt einmal hier Kamikaze-Katapult haben. Ich denke mal, sie schießen kleine Gobbos ab. Die dann vor Ort explodieren werden. Ich bin gespannt, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ork-Wildschweinjäger. Goblin-Speerinfanterie. Schwach gegen Panzerung. Ach nee, das sind Ork-Wildschweinreiter. Sie reiten wildschwein auf kleine Wildschweine. Schön. Warum auch nicht? Das entspricht also meiner Kavallerie. Ich denke auch, dass die Orks die meiste Ähnlichkeit, jedenfalls von der Einheitenvielfalt mit den Menschen hat. Obwohl natürlich die Menschen jetzt nicht sowas haben wie die niedere Fraktion, wie die Goblins mit auf ihrer Seite. Die so ein bisschen Ärger machen. Und hier haben wir unseren Anführer, den wir mit in die Schlacht führen. Eigentlich die größte Neuerung, die es jetzt gibt bei den Total War Spielen.
dass wir halt einen Kommandanten haben, der wirklich mächtig ist, also beziehungsweise mächtig vielleicht übertrieben, 3500 Trefferpunkte, das entspricht in etwa so einer normalen Einheitengruppe. Aber dafür hat er natürlich hier Rüstung 110, Führerschaft 73. Nahkampfangriff, also ist schon eine ziemlich mächtige Einheit. Ach, der ist da hinten hinter dem Hügel. Krass. Die schießen wirklich keine Goblins ab. Ich glaube, ich ändere noch meine Lieblingsfraktion. Da, die nächste Einheit. Whee! Ein Traum. Goblin-Wolfs-Streitwagen. Also wenn es die Orks haben, die verrücktesten Einheiten. Genau, feuert mal weiter da rein. Der Held steht gerade ein bisschen linksbündig. Wir sehen übrigens hier auch unseren Einflussbereich des Helden. Die Reiter durch, weil die müssen nachher die Kavallerie mal angreifen. Hier können wir versuchen, die Gobbos da zu kriegen. Hammer. Oder wurden wir vom Held aufgehalten? Das ist schlecht. Weil Held sollte gegen anderen Helden kämpfen, damit wir nicht so hohe Verluste haben. Oh, ihr müsst da weg. Geht lieber hier in die Bogenschützen rein. So, das können wir jetzt mal eben ausblenden. Die Gobbos fallen da gleich weg. Ihr könnt versuchen, auf die zu feuern. Unser Kommandant ist zwar im Kampf, aber sieht gut aus. Knirsch kriegt ordentlich Schaden im Nahkampf. Hat auch schon Angst. Und flieht. Das ging dann doch recht schnell. Mit der Orkse. Schaffen wir es noch, den feindlichen Helden zu erschießen? Wir treffen aber echt genau mit denen. Na, jetzt nicht mehr. Na, jetzt ist er wahrscheinlich zu weit weg, dass ich genau treffe mit den Gobbos. Ah, doch, da fiel er nochmal hin. Und jetzt bin ich einfach zu langsam dafür. Na, ich hätte lieber die Reiter rüberziehen sollen. Die hätten ihn noch erreicht. Jetzt ist er halt geflohen. Aber der erste Sieg für den neuen, wie sagt man, stärksten Schwarzorg. So, da sehen wir übrigens, dass diese Streitlust hochgegangen ist. Kampf gewonnen 18 plus, Verluste minus 2, Stänkereien minus 1. Wahrscheinlich kacken sie aufs Schlachtfeld. Und wir haben das Berserkerschwert gefunden, ein gewöhnliches, was uns einen Angriffsbonus gibt, Nahkampfangriff, wenn wir es denn ausrüsten. Da wir im Moment noch keins haben, wird das automatisch ausgerüstet auf den Ork. So, was können wir mit denen machen? Wir können Lösegeld fordern, das ist aber schlecht für unsere Streitsucht. Wenn wir die schlachten, kriegen wir Führerschaft. Das hält dann für 5 Runden oder wir verstärken unsere Einheiten, indem wir die Gefangenen auffressen. Ich nutze mal die Führerschaft. Damit haben wir auch unsere erste Mission, glaube ich, abgeschlossen gehabt.
dass er in seiner Festung am Eisenfelsen sicher ist. Doch er irrt. Treibt seine Männer heraus und erobert eine weitere seiner Wehrstädte. Das wäre die erste, nicht eine weitere. Mein Gott, die Goblins sind ja echt super billig. 50 Unterhalt für 300. Dafür sind die natürlich ziemlich schwach, aber Masse vor Klasse dann, ne? Ich vertraue trotzdem Orks. Den Orks mehr als den Goblins. Übrigens der Gebäude. Und der Gebäudebrowser, toll. Es heißt nicht mal Steuern bei den Orks, es heißt Bezüge erpressen. Die Orks sind eine sehr freundliche Fraktion. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie. You may speak before my shield bearer. Ja, ja, Zwerge sind eh Feinde von uns. Orks come seeking parley. Gibt's eigentlich irgendwen, mit dem wir keinen Krieg haben? You dare approach a Lord of the Dowie. Vasall werden. Wird aber auch alles nicht gehen und. Wie gesagt, es gibt halt keinen Handel bei den Orks. Ist jedenfalls das, was ich gelesen habe. Nee, gibt es nämlich wirklich nicht. Orks können nicht handeln untereinander. Sind halt reine Krieger. Was sollen die irgendwo handeln? So, was machen wir mit unserem Hauptherrscher? Das ist dem sein genereller Fähigkeitenbaum. Wo pro Rang kann ich hier einen Punkt verteilen. Hier manchmal auch dreifach steigbar. Also beziehungsweise die Steigerung kann dreifach sein. Wir machen hier mal Führerschaftsgeschichten bei dir rein. Und bei Details sehen wir zum Beispiel jetzt das Berserkerschwert, was ausgerüstet ist als Handwaffe. Und auch das Banner, was er im Moment trägt. Können auch Gefolge rein. Kennt man ja alles aus Total War Arena. Und jetzt können wir mal eben... Na, Feierabend, Rundeende. Ach. Jetzt hat er sich von oben Unterstützung geholt. Da falle ich mal ein Stück zurück. Soll eine Eroberung gelingen, so muss man seine eigenen Stärken genau kennen. Euresgleichen ist wild und gnadenlos, mein Herr. Siege! Ja, Siege führen zum letztendlichen weiteren Sieg. Da ist übrigens der andere legendäre Kommandant, mit dem man das Spiel starten könnte. Er ist dumm. Blind. Nahkampfangriff plus 3, weil er blind ist, aber Abwehr reduziert. Sind aber überwiegend nur Goblin-Truppen, die der dabei hat. Deshalb glaube ich zwar, einheitentechnisch sind wir gleich auf, aber im Kampf werde ich den erledigen. Gelenktes Goblin-Geschoss. Mein Gott. Kamikaze-Goblins. Wie haben die das durch die USK bekommen? Oh, boys. Ready. Ready. Black Hawks. Kitsnick needs blood. Gonna kill him. Da denke ich so ein bisschen daran, brauchst du Taschentuch. The Black Hawks will win. So, wenn solltet ihr versuchen, die Orks dahin zu treffen. Weil der Rest sind alles Goblins. Und die Goblins traue ich zu, dass die auch so kaputt gehen. Einfach Bombe. Können den ganzen Tag bei zuschauen, wie einfach nur die Goblins da reinpfeffern. Better.
Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, es gibt wieder die Einheitenkamera. Feste Kamera plus Cinema-Modus. Nur mal kurz gezeigt, es gibt eigentlich auch die, die Schussfunktion wieder. Also die manuelle. Ich muss es gerade noch finden. Sie hat aber vorhin nicht funktioniert. Ach krass, den kann ich wirklich steuern. Aber wenn ich mich damit jetzt befasse, dann... Dann verliere ich den Kampf. Ach scheiße, geht weg. Geht da weg. Das sind Speere. Gegen die könnt ihr nichts ausrichten. So, ihr versucht die zu flankieren. Boah, Leute, löst euch von der feindlichen Truppe. So, umdrehen, den Held angreifen von denen. Versuch mal die Streitwagen da zu kriegen. Scheiße. Ja, jetzt kriegen wir ein Problem. Na, die sind im Kampf, die können nicht mehr feuern. So, versucht die Goblins da hinten ein bisschen anzuschießen. Unsere Reiter versuchen, die Schwertkämpfer zu kriegen. Obwohl, versucht ihr lieber, die Goblin-Bogenschütze zu bekommen. Wir können jetzt gerade hier hinten nichts machen. Außer sagen, komm, verschwindet, bevor wir euch ganz verlieren. Bam, 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 bam. Tja. Wenn ein Wildschwein auf einen Goblin trifft, das kann schon einfach wehtun. Geht wieder an eure Belagerungsgeräte dran. Gott sei Dank. Ja, wir haben den feindlichen Kommandanten verwundet. Das hat uns jetzt gerade gerettet. Ist jetzt natürlich bei einem Spiel, wo letztendlich Kommandanten etc. ordentlich, wie soll man sagen, modifiziert werden können, noch wichtiger, dass man die am Leben hält. Oder halt wenigstens einen Superkommandanten hat, der kaum zu töten ist. So, ich verstärke mal die Einheiten. Dadurch, dass ich die Feinde fresse. Euch wurde der Krieg erklärt. Gibt Schlimmeres. Krieg gehört zum Leben dazu, jedenfalls als Ork. So, unsere Ausbauten sind fertig. Die Eroberung von Schwarzfels überlebten, widersetzen sich nun eurer Herrschaft. Beschwingt die Hunde! Ja, das hat nur was damit zu tun, wir müssen die Ordnung halt nach und nach hier aufbauen. Ja, und Karakdon müssen wir auch einnehmen, da oben im Norden. Das hier unten sind übrigens Mana-Winde, die
fliegen so ein bisschen übers Land und können halt den magischen Einfluss verbessern, beziehungsweise ist, glaube ich, auch der Schatten hier so ein bisschen. Ah, ich habe vielleicht gerade gelogen mit den Mana-Winden. Es könnte auch einfach nur der Schatten des Krieges sein. Aber Mana-Winde gibt's auch. Da zum Beispiel. Hier zeigt das an, dass hier Mana-Winde gerade sind. Wir können da auch in die Übersichtskarte mal gehen. Da können wir uns die anzeigen lassen und können sehen, dass gerade die Mana-Winde in unseren Gebieten hier ziemlich hoch sind. Wind der Magie, windig. Null? Nee, niedrig. Sind niedrig. Hm. Naja, ich sag, meine Ausrede ist, der hohe Wert sieht dem niedrigen Wert ziemlich ähnlich. Ich habe ihn eigentlich nur genommen, damit er Truppen dahin bringt. Spicker Schützen der Ork. Mit Schild, sehr schnell. Noch mehr gut Flanker. Nutzt das Tunnelwegenetz, wenn ihr eure Männer durch schwieriges Terrain führt, mein Herr. In den Tunneln kommen die Soldaten schneller voran. Weitere Informationen über das Tunnelwegenetz. Ein Armee kann das Tunnelwegenetz durch Aktivierung der entsprechenden Stellung betreten. Immun gegen Verschleiß. So, ich stelle mich mal hier an die Grenze. Dann holen wir uns noch ein paar Ork-Jungs dazu. Goblin-Tüftlerbank. Ach, Forschung basiert fast nur auf Goblins. Schwarzfels befrieden. Das haben sie auch von Risiko geklaut. Befriedet das Land. So, die Rotzähne gehen wieder zurück in den Eisenfelsen. Zahnzieher ausgelöscht. Von der Fraktion bleibt nur ein scheinendes Gelächter der düsteren Götter. Überfallt die Region eines der folgenden Feinde der Fraktion Schorfaugen. Zwerge. Diplomatische Beziehung zu Schorfaugen verbessert. Aber guck mal, wie weit ich gehen müsste, um die Zwerge zu überfallen. Das ist ja auch keine Sache, die ich mal eben durchziehen kann. Plünderlager. Streitlust wächst. Ach. Ha, dann portet der ja regelrecht aus der anderen Ecke wieder raus. Der Kommandant wurde erst kürzlich ausgetauscht. Kampagnensichtfeld plus 5%, weil er träge ist. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt
das globale Rekrutieren aktiviere. Und dann, das habe ich nämlich noch gar nicht getestet, nächste Runde nochmal 3 lokal rekrutieren würde. Ach, er flieht. Erweckt, ein Lager im feindlichen Gebiet aufzuschlagen, wilder Fürst. Dann können wir die eben automatisch abschlachten. Streitlos begeisternd. Wark. Knochenstandarte bekommen, Magieresistenz um 25% auf der zugewiesenen Einheit. Ah, so weise ich das dann zu. Das Banner. Habe ich bei den anderen Fraktionen gar nicht so gemacht. Meine Dummheit hat obsiegt. Damit unsere Mission erfolgreich. Euer Gebiet wächst, wilder Fürst. Doch gibt es noch viel mehr zu erobern. Ich weiß. Bald werdet ihr gegen die größeren Stämme der Düsterlande kämpfen und gegen die Kurzlinge, die unter den Bergen hausen. Haltet eure Axt gut gewetzt. Morg und Gord beobachten euch mit großem Interesse. So, jetzt ziehen wir da noch die Orks. Und es funktioniert wirklich so. Ich habe zwar jetzt die Rekrutierungsoption hier für globale Einheitenrekrutierung im Gange. Wenn ich jetzt noch 3 baue, habe ich dann 6 Einheiten in der einen Runde geschafft. Plus die 3 Einheiten davor, also 9 Einheiten, also kann man wirklich 3 Einheiten mehr auf 2 Runden dann. Also 1,5 Einheiten plus kriegt man, indem man hier halt die Mehrkosten trägt, ne? Ist dann natürlich nicht so günstig. Unsere Wolfsreiterkundschafter berichten von einer isolierten Zwergenstreitkraft im Norden. Schlachtet sie ab und macht der ganzen Welt klar, dass ihr beabsichtigt, die Berge zu erobern. Ja, eine Mission, wo es auch immer ein paar Bonussachen kriegt, bekommt. Wo wir ein paar Bonussachen bekommen, mein Gott. Spare schon ein bisschen im Eimer. Das ist natürlich ganz neu an den diesem Total War Spiel, sag ich mal. Nahkampfangriff plus 3 für Nahkampfinfanterie, Munition für Geschoss, Waffenstärke plus 3 für Nahkampfinfanterie. So, da hat er das Berserkerschwert. Alles andere haben wir gerade nicht. Deine Bewegungsreichweite ist 0, ist auch okay. In Eisenfels müssten wir nur Reparaturen starten. Und die Truppe lassen wir jetzt sich fertig ausbauen und gut ist. Die Plünderung durch Kopnackler Halsbürger von der Fraktion Rotzähne in Eisenfelsen Torisbad beeinflusst die lokale Gehorsamkeit. Da hat der einen Agenten eingesetzt gegen uns. Ah ne, stimmt gar nicht. Der hat die Armee hier auf Plündern gesetzt. Und wir erreichen den nicht mit Laufen. Also den können wir dank Tunnelsystem direkt komplett rüberschicken, ey. Auf die andere Seite. Die können die Berge untertunneln. Hammer. Können die Zwerge übrigens auch. Ich habe es nur nicht gezeigt bei den Zwergen. So, jetzt sehen wir das durch den Überschuss. Dank einem Überschuss können wir hier die Lagerstätte der Grünhäute erweitern, beziehungsweise das Versteck auf eine Lagerstätte erhöhen. Hier sehen wir übrigens gerade neue Ressourcen. Es gibt eigentlich viel zu viel erzählen, was man in einer Stunde machen könnte. Deshalb lagere ich auch so viel in andere Videos raus. So, ihr greift Zwerge an. Das ist geklärt. Wir haben diesmal auch Wolfsreiter dabei. Und die Zwerge werden von uns ordentlich in die Fresse geboxt. Missionsgefechte darf man übrigens nicht automatisch berechnen. Man muss Missionsgefechte selbst machen.
Immer Gipfel Fliegerkorps 7. Also obwohl es ein Hinterhalt ist, werden noch Unterstützungstruppen kommen. Und das Schöne an der Mission ist, die haben immer eine Sequenz. Time for a rock, I say. I'm gonna enjoy pulling these beers from their chins. First though, we need to break their big guns. That's just cheating. I want some boys on that straight away. Stop their artillery from shooting and we get more time scrapping. Just as Maud likes it. Watch it though, just cause they're sure, don't mean one or two of them ain't handy with their own troubles. They like fighting underground, but so do we. Ask any rat man under Mount Red Eye. Right boys, that's the plan. Immortals, get your choppers out. This one's gonna be fun. Orks, Orks, Orks. So, wir können von beiden Seiten theoretisch kommen. Praktisch sehe ich gerade, es ist sehr eng. Ich kombiniere mal eben die Truppen. So, ihr kommt von der Seite. Ihr kommt von der anderen Seite. Mein Held wird euch hier unterstützen. Bogenschützen haben wir generell so gut wie gar nicht dabei. Die Wildschweinreiter lassen wir von der Seite kommen. Und die Wolfsreiter könnte man theoretisch ein bisschen weiter nach vorne setzen, aber die kommen halt auch von hinten. Da sehen wir die süßen Kleinen. Ich hätte auch gerne einen Wolf, auf dem ich reiten könnte. Ja, bin ich dafür zu groß und zu fett. So, gucken wir mal. Wir können die genau im Beschuss nehmen, wenn wir den da stehen lassen. Moment, wir schicken alle vor. Ich weiß gerade nicht, warum die Sicht so beschissen ist, dass wir wirklich gar nichts sehen von dem Feind. Außerdem seine Fernkampfeinheiten. So, jetzt sehen wir ein paar. Ihr müsst da durch. Wolfsreiter Angriff. Und ihr vier da durch. Wir müssen Gas geben, weil sonst zerstückeln die Zwerge mich im Nahkampf. Aber da sehen wir den Vorteil der Zwerge. Nicht der Zwerge, sondern der Reiter einfach, der Gobbus. Da kommt die Verstärkung der Zwerge. Unsere Truppen schwächeln da. Oh ne, die Gobbus kann ich da nicht angreifen lassen. Boah, komm, die Fliegerunterstützung von denen. Und die landen und greifen an.
hätte eine andere Form der Offensivfähigkeit erwartet von denen. So, gucken wir mal, ob wir die vernünftig treffen können. So, ihr habt euch wieder gesammelt. Das hat nicht so viel Angst. Oh, der Held von denen steht alleine. König Theoden steht alleine. Und die Wolfsreiter können auch umschmeißen. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass die Kleinen das schaffen. So, versucht die Fernkämpfer dahin zu kriegen. Übrigens, wir haben hier vorne Probleme mit den dämlichen Gyrokoptern. Tja, habt ihr davon. Vor allem geil, Mission nieder mit den Zwergen. So, geh auf Valar. Boah, da greifen die feigen Zwerge mich aus der Luft an. Schön, dass ich Zwerge gerade feige genannt habe. Ohne Einheiten am Boden muss der Feind entweder landen und angreifen oder sein Gebiet aufgeben. Ach so. Flugeinheiten müssen dann auf dem Boden, sobald der Feind hat euch böse zugesetzt. Verdient ihr überhaupt das, einen Sieg zu nennen? Finde ich gar nicht. Ich fand uns ganz gut. Dafür, dass Zwerge zähe Hunde sind, plus dass die halt die Unterstützungstruppen dabei hatten, die Flugeinheiten, die mir dann ganz schnell auf die Eier gingen, fand ich das nicht schlecht. Samen der Wiedergeburt. Stellt EP der Kämpfer wieder her. Lebenspunkte. Schlacht den Donnerfällen. Ach so, das war die Mission, die wir jetzt abgeschlossen haben. Haben wir die Rüstung der Glücksritter auch bekommen. Also unser Held wird auch verbessert. Da kannst du erstmal stehen bleiben. Standarte Armeeunterhalt etc. etc.
fertig. Könnte natürlich sein, dass der mich da oben angreift. Ah ne, vom Süden kommt die Gurke. Mich ärgern. Zieht in Betracht, einige Einheiten in dieser Armee zusammenzuschließen, mein Herr. Auf diese Weise werden sie für die kommenden Schlachten besser gewappnet sein. Ich schaffe es nicht ganz ran. Korruption bereinigen, Mauern beschädigen, Attentat infiltrieren. Tja, dafür müsste ich irgendwo Gold herholen gerade in der Runde und das schaffe ich nicht. Held entsenden. Ach so, bedeutet stationieren eigentlich. Modifiziert die Erfolgschancen feindlicher Heldenaktionen gegen die Siedlung vor Ort um minus 15%. Genau, geh du mal in die Stadt rein. Ihr seid beinahe bankrott. Tja, was soll ich dazu sagen? Kostet halt alles Geld. Will ja keiner mehr arbeiten, außer die Mohren. Kann ich irgendwen erpressen und sagen, gib mir Kohle? Mag mich irgendwer? Ihr mögt mich. Sehr schön. Mag mich noch jemand? Die Schorfaugen mögen mich. So, dann überleben wir die Runde nämlich. Ich glaube, nämlich nächste Runde werden wir ein bisschen was verlieren an Einheiten. Ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Was hat denn eine zweite Truppe? Ah ne, stimmt gar nicht. Das ist keine zweite Truppe. Der hat sich hier oben verkrümelt. Eine solche Handlung würde zum Krieg führen. Das mag zwar ruhmreich sein. Aber lasst euch nur darauf ein, wenn ihr den Konflikt nicht scheut. Now's the time. Despair involves fighting. What you want is power. Damit war die Armee von Grimgorn voll. So, dich kicken wir auch raus. Dann haben wir eine volle Armee und sind wieder im Plus. Mir fällt doch gerade auf, das können wir eigentlich einreißen. Weil das gibt es zweimal. Das Gebäude. Sehr schön. Verschwinde. Dann können mich deinen Kollegen ärgern. Ein Wag, mächtiger Herr. Die Blutlust eurer Jungs hat noch andere eurer Art angezogen und unter eurem Banner vereint.
Eure Streitkräfte sind unaufhaltsam. Morg sagt, es ist Zeit zum Kämpfen. Die Boys der Armee von Grimmskorp Eisenfels sind bereits zum Moschen. In der Region Eisenfels wurde ein gigantischer Wag ausgerufen. Das ist die Armee hier, ne? Die gehört jetzt einfach zu mir. Und die folgt mir jetzt und plündert dann alles mit. Geiler Scheiß, ey. Die Wag-Armee kann da unten auch angreifen, weil den einen hier oben, den schlachte ich auch alleine ab. Wag! Aber nette Spezialfähigkeit der Grünhäute. Ein Friedensabkommen mit den Zwergen oben. Nee. Ihr solltet euch hier um die Folgsamkeit sorgen. Die Einwohner dieses Ortes beginnen, sich gegen eure Herrschaft aufzulehnen. Bringt Dissidenten zum Schweigen, indem ihr sie beschwichtigt oder unterdrückt. Darum kümmere ich mich jetzt auch noch. Wir können den theoretisch auch als Helden hinzufügen, einer Armee. Blutige Klinge. Mauern beschädigen. Die Siedlung hat keine Mauern. Dann bleibt weiterhin da oben rumstehen. Und die Wag-Armee hat sogar angegriffen. Im Tunnelwegnetzwerk abgefangen. Gorfang Rotgut. Tja, leider habe ich keine Einheit, die das Banner verwenden kann. Oder? Da haben sie natürlich den Infotext super hingemacht. Sehen wir das abschließende Gefecht der Orks-Kampagne. Vielleicht hätten die noch den Weg noch schmaler machen müssen. Ah ja, aber macht Sinn, wir sind ja im Tunnelnetzwerk unterwegs. Na gut, hinter euch kriege ich das nicht. Ja, könnt ihr höchstens weit vorgelagert nehmen, aber
Wolfriders. Dafür würden die dann einfach zu viel kassieren. Kann ich lieber versuchen, mit den Gobbos, also mit denen hier, mit den Bogenschützen, direkt ein bisschen Ärger zu machen, ganz vorne. Na, glaubt ihr, könnt ihn einfach zerschießen? Ihr seid doch sowas wie Bogenschützen. Der Strich ist übrigens da oben die kleine Markierung, mit wie viel HP der in die Schlacht überhaupt gekommen ist. Das war's mit dem kleinen Streitwagen. So, halten wir mal ein bisschen Distanz zu denen. Da können wir eigentlich auch den Plänkelmodus aktivieren bei den Reitern. Warum seid ihr nicht in der Lage gewesen, vor denen wegzugehen, ey? Geh weg, doofer Streitwagen. So, zeigt mir, was ein Haken ist. Rennt ihr oder kriecht ihr? Ach, da kommt euer Ansturm. Komm, haut davon einfach ab. So, der feindliche Kommandant wurde verwundet, dann kann es nicht mehr lange dauern. Jetzt ganz gut, dass wir noch so viele Goblins-Reiter haben. Dann können wir nämlich noch ein paar Truppen bei der Flucht töten. Und können so die feindlichen Einheiten noch ein bisschen mehr dezimieren. Kennt man ja auch aus den anderen Total War-Spielen. Dass das recht hilfreich ist. Jemand, der nämlich tot auf dem Schlachtfeld liegt, kann dich nicht nächste Woche abschlachten in einem anderen Schlachtfeld. Oder auf einem anderen Schlachtfeld. Sehr schön.
Er wollte wahrscheinlich übers Tunnelnetzwerk an uns vorbeiziehen. In solch unsicheren Zeiten könnte eine strategische Übersicht helfen, Herr. Okay. Banner der ewigen Flamme bekommen. Fähigkeitenpunkt gibt es auch einen weiteren. Den mache ich auch auf Wilde. Plus 12 Waffenstärke. Ob es jetzt optimal ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Start the war! I'm the one true kid. Hier eliminieren wir den direkt. Schwert der Macht. Grubenchef erhalten. Nahkampfangriff plus 2. Hölle der voller Höhle voller Glitzerkram. Bringt Geld. Geld finde ich eigentlich auch gut. Aber wir brauchen eigentlich den Blödsinn hier, das Bosszelt, um die Gehorsamkeit hier zu pushen. Dann können wir nämlich hier den Wolfsbau reinknallen. Dann haben wir genau den Ausgleich. Ach, der hat die Hassfähigkeit. Waffenstärke plus 16 kann man jetzt auswählen. Okay. Die Unruhe der Einwohner wird gefährlich. Bald werden sie gegen euch zu den Waffen greifen. Handelt rasch, um sie niederzuschlagen oder zu besänftigen. Könnten wir machen, machen wir aber nicht. So, das war die erste Stunde der Grünhäute-Kampagne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lief eigentlich besser als gedacht, vor allem, weil die Kampagne eigentlich als die schwerste gilt. Fand ich die jetzt eigentlich im Gegensatz zu den Menschen und... Im Gegensatz zu den Menschen und zu den Zwergen, die ich ja hier vorher getestet habe, einfacher vom Start her. Kann aber auch daran liegen einfach, dass die Orks natürlich mit den billigen Goblin-Einheiten relativ flexible Einheiten auf dem Schlachtfeld haben und das macht es einfacher. Gefühlt. Wenn man so ein bisschen mit den Reitern umgehen kann, kommt man da ganz gut voran. Bist du Feind oder Freund? Du bist doch gar nicht im Krieg mit mir. Doch, bist du. Du Sauhund. Ja, aber bevor ich jetzt hier einfach weiterspiele... Nein, jetzt ist der Break. Schaut in mein langes LP rein mit dem Empire, was ich gestartet habe. Oder vielleicht läuft der Livestream auch gerade noch. In dem Sinne, bis dahin. Ciao, euer Doc. Ja, du sagst es.